stellen. Und zwar sind das Ari Teufsen, Pronomen er, ihn. Ari, du kannst vielleicht auch mal kurz Hallo sagen. Ja, guten Morgen. Ja. Ja. Ich bin vom Theater der Kantonsschule Wettingen, haben wir uns eigentlich kennengelernt, genau. Genau. Ich stelle dich noch ein bisschen weiter vor. Ari ist 2002 geboren, interessiert sich seit er 4 Jahre alt ist für Bücher und Texte aller Art. Besonders gerne denkt er sich selbst Texte oder Geschichten aus. Früher war er zum Schreiben zu faul und dachte sich seine Geschichten lieber im Kopf aus. Und irgendwann fing er damit an, sie aufzuschreiben und hat seither nicht mehr damit aufgehört. Er lebt in einer 7-köpfigen Familie mit einem Bruder, 2 Eltern und 3 Katzen und pflegt die Hobbys Basketball, Schach, Theater, Lesen, Kochen, Reisen und Fußball schauen. 2017, 2018 war er Teilnehmer im Atelier Littera des Aargauer Literaturhauses. Und ich habe noch alle TeilnehmerInnen gebeten, einen Satz zu vervollständigen. Und der beginnt mit "Wenn ich spiele", und Ari sagt: "Wenn ich spiele, fühle ich mich wie im Flug." Dann darf ich vorstellen, Dragica Racic Holzner, Entschuldigung. Magst du auch kurz Hallo sagen, dass man dein Gesicht sieht? Guten Morgen. Vielleicht etwas zu meinem Familiennamen. Racic heißt Krebs und Rajcic heißt Himmel. Also ein J macht sehr viel auch in ausländischen Namen aus, ob man ein Krebs ist oder ein Paradiesvogel. Also in dem Sinne bin ich Rajcic. Rajcic, danke vielmals. Super. Dankeschön. Dragica, Pronomen Sie, ihr, wuchs in Kroatien auf, Wo ich jetzt bin auch. wo du jetzt gerade auch bist, genau in Dalmatien, gell? Nach dem Abitur und einem Australienaufenthalt kam sie 1978 in die Schweiz, wo sie als Putzfrau, Büglerin und Heimarbeiterin tätig war. 1988 kehrte sie nach Kroatien zurück. Sie gründete dort die Zeitung Glas Castella, da musst du mir vielleicht auch mit der Aussprache helfen, und arbeitete als Journalistin. 1991 floh sie während des Jugoslawienkriegs mit ihrer 3 Kinder in die Schweiz, wo sie sich in der Friedensarbeit engagierte. Sie begann Anfang der 70er Jahre mit dem Schreiben, zuerst in ihrer Muttersprache. Seit ihrem ersten Aufenthalt in der Schweiz entstanden auch Gedichte, Kurzprosa und Theaterstücke in der deutschen Sprache. Und Dragica pflegt in ihren deutschsprachigen lyrischen Werken häufig einen bewusst an das sogenannte Gastarbeiterdeutsch angelehnten, an der Oberfläche rudimentär fehlerhaft wirkenden Stil. Und Dragica sagt: "Wenn ich spiele, vergesse ich, dass ich spiele. Es wird Realität. Nur fühle ich mich freier und glücklicher." Dann darf ich vorstellen Rumo Verli, kein Pronomen oder er Pronomen. Rumo, magst du kurz Hallo sagen? Hallo. Rumo ist eigentlich in den Schweizer Voralpen aufgewachsen. Doch auf der Suche nach einer Welt jenseits der Provinz landete Rumo irgendwo zwischen Kleinkunstbühnen, Bahnhofsbuffets und unfertigen Notizbüchern. Das war 2015, und seither kamen Anthologien, ein Slam-Team und ein Journalismuspraktikum dazu. Viel mehr hat sich nicht verändert. Der aktuelle Zwischenhalt ist ein Schauspielstudium in Potsdam. Und Rumo ist Mitglied des Netzwerks Tinte. Sie sagt, Entschuldigung, Rumo sagt: "Wenn ich spiele, kann ich ausprobieren, wie es ist, mich selbst zu sein." Dann darf ich vorstellen Keti Knasja, Pronomen sie oder ihr. Keti ist Künstlerin und Dramaturgin. Spätestens nach ihrem Studium in Cultural and Media Studies an der ZHDK ist das Spiel mit Identitäten Kernthema ihrer künstlerischen Arbeit. Ihre Performance "Elle a élevé la voix au-dessus de la mêlée", da darfst du auch das noch schöner sagen als ich,
Ja, hoi miteinander. Elle a élevé la voix au-dessus de la mêlée. Knüpft dort an und stellt Inklusion und deren politisches Versprechen neu zur Debatte. Seit 2016 kreiert Katie in wechselnden Kollaborationen Stücke, die versuchen, Sprache in eine sinnliche Erfahrung zu übersetzen. Dabei sucht sie mittels ihres radikalen und minimalistischen Ansatzes nach weniger destruktiven Kommunikationsformen zwischen menschlichen und nichtmenschlichen Lebewesen. Sie sagt, wenn ich spiele, ist das gemeinsame Tun das, was mir am meisten gefällt. Danke. Dann darf ich vorstellen Andreas Liebmann. Andreas, magst du kurz Hallo sagen? Hallo, hallo, hallo. Super, danke. Andreas, Pronomen er, ihm, Theatermacher, wohnt in Dänemark und ist Teil des Performance-Kollektivs Gaststube. Seit seinem Umzug nach Dänemark interessiert ihn zunehmend die Entwicklung einer ganz lokalen experimentellen Praxis zwischen Performance, Sozialem und Politik. Zwischen dem Flughafen Kopenhagen und der Vorstadt Tårnby, auch da, wie sagt man das? Tårnby. Tårnby nennt man das. Sehr schön. Das heißt Turmstadt, weil dort steht ein Wasserturm. Der ist klein und hässlich, aber so heißt eben die Stadt dann. Sehr gut. Entwickelt er mit seinem neu gegründeten Tårnby Parkstudio lokal-internationale Festivals und Nachbarschaftsversuche. Als Autor hat er mehrere Theaterstücke und Hörspiele geschrieben und sie teilweise auch selbst inszeniert und performt. Seine Stücke sind beim S. Fischer Verlag. Er sagt, wenn ich spiele, dann locke ich mich in die Krise. Und wenn die Krise da ist, muss ich halt irgendwie wieder rausfinden. Und last but not least darf ich vorstellen Lois Stettler, kein Pronomen oder X als Pronomen. Lois ist ein künstlerischer Querkopf, Schilderung ohne Schublade. Lois hat als Kind via klassischen Gesang auf die Bühne gefunden und ist seither nicht mehr runtergeklettert. Lois, magst du uns auch kurz Hallo sagen? Hallo zusammen. Bei Lois folgten Chor- und Soloprojekte, Ausflüge in die Theaterwelt, unter anderem Schauspielfabrik Berlin und Experimente mit verschiedenen Instrumenten. Seit 2016 ist Lois mit eigenen Texten auf Poetry Slams, Lesebühnen und anderen Spoken Word Anlässen unterwegs und moderiert zudem vielerlei Veranstaltungen. Um auch eine Daseinsberechtigung in unserer Gesellschaft zu haben, studiert Lois Geschlechterforschung und Politikwissenschaften und leistet Aufklärungsarbeit zu trans- und nichtbinären Themen, unter anderem mit Workshops zu gender-queer-sensiblen Veranstalten. Lois ist ebenfalls Mitglied des Netzwerks Tinte Virumo. Tinte Bühnenliteratur ist ein Netzwerk von BühnenliteratInnen, welche sich für Anliegen von transgender, intergeschlechtlichen und nicht-binären Menschen, die eigene Texte auf Bühnen performen, speziell im Spoken-Word-Bereich einsetzen. Und Lois sagt, wenn ich spiele, spiele ich souverän. Das waren unsere 6 schreibenden Menschen, die heute da sind. Ich freue mich extrem, dass ihr heute bei uns dabei seid und bin sehr gespannt auf eure Texte. Und ich gebe weiter an Patrick. Danke, Anna. Hallo zusammen. Jetzt geht es los. Wir gehen in die Breakout-Rooms. Ganz kurz, in jedem Raum gibt es euch, die Teilnehmenden. Dann gibt es die Autorinnenposition, die wir gehört haben. Es gibt Sparringspartnerinnen der Moderation und es gibt die Moderatorinnen und Moderatoren. Die Moderatorinnen und Moderatoren sind eigentlich identisch mit der Themengruppe. Also die Leute, die das auch vorbereitet haben, sind jetzt auch in der Moderation. Und die Sparringspartnerinnen, das sind Kolleginnen, die wir uns ausgesucht haben aus anderen Theaterszenen, wo wir fanden, dass sie spannende Erfahrungen gemacht haben und die Diskussion anreichen können. Diese Leute werdet ihr kennenlernen in den Breakout Rooms. Heute da sind Patrick Güsse, Beatrice Fleischlin, Nicola Galeazzi, Lisa Lukassen, Yves Regenas, Joël Chaubin und Bettina Gras.
Also mir bleibt nichts mehr anderes übrig, als euch viel Spaß zu wünschen, eine gute Session. Tina wird uns jetzt in die Räume dematerialisieren und wir sind ungefähr 100 Minuten da und kommen dann noch einmal zurück 45 Minuten ins Plenum. Viel Spaß und bis gleich. Würde ich da, auch vorschlagen. Da, dann, warte, ich gucke ganz kurz, ob alle wieder da sind. Ich glaube schon. Unsere Gruppe ist eh in der Pause bis um halb. Genau, gut, dann machen wir das ja. Dann beschließe ich das jetzt einfach. Wir machen eine Pause bis um, was ist gut, bis um halb oder bis um 35? Hände für 35? Ja, ich glaube gut, auch, wir treffen 35 uns um, ist schon okay, ja, genau. Super, wir treffen uns um 35 wieder. Ich hoffe, es gibt jetzt nicht so Pausenfeinde, die wir jetzt so überstimmt haben. In der nächsten Produktion werde ich wieder am Beginn eine Runde erbitten, wo alle ihre Erwartungen an die einzelnen Personen, beteiligten Personen und ihre Aufgabenfelder formulieren. Ich gebe weiter an Roger Lemley. Ich wollte eigentlich genau das Gleiche sagen. In der nächsten Produktion werde ich noch stärker gegenseitige Erwartungen und das, was jeder mitbringt, austauschen. Und gebe weiter an Yves Regenas. In der nächsten Produktion werde ich eine noch zu bestimmten Form von Versbeck erzählen. Und gebe weiter an Jana Prendle. In der nächsten Produktion werde ich auch meine persönlichen Erwartungen an mich selber stärker in den Vordergrund stellen wollen. Und ich gebe weiter an Miriam Schliehe. In der nächsten Produktion werde ich ehrlicher mit meinen eigenen Grenzen umgehen. Und ich gebe weiter an, Gott, ihr wart alle schon? Entschuldigung. An Maren Rieger. In der nächsten Produktion werde ich mehr Pausen haben. Und ich gebe weiter. Oh, sorry, Christopher? Ich wollte sagen, dass du weitergeben kannst. Ach so. Sorry. Entschuldige. Und ich gebe weiter an Ariane Andereggen. In der nächsten Produktion werde ich zuhören. Zuhören und zuhören. Also genau, ich gebe weiter an Lisa Lukasen. In der nächsten Produktion werde ich jedes Mal laut sagen, wenn ich irgendwas gut finde, was jemand macht oder sagt. Und ich gebe weiter an Sabine Habecke. In der nächsten Produktion werde ich uns alle anregen, über das Thema Tempo nachzudenken und auch uns regelmäßig zu sagen, was wir wieder richtig gut gemacht haben. Und ich gebe weiter an Andreas Liebmann. In der nächsten Produktion werde ich von Anfang an versuchen, Erwartungen, gegenseitige Erwartungen ganz klar zu klären. Ich gebe weiter an Merit Hottinger. Ja, in der nächsten Produktion werde ich zuerst fragen, was sich jeder zum Thema Transparenz wünscht. Wie viel Transparenz jeder möchte. Und in welchem Bereich? Ich gebe weiter an Lucia Granicher. Ich werde in der nächsten Produktion darum bemüht sein, dass Arbeitsprozesse und Arbeitsverteilung zusammen entschieden werden und verteilt werden und genau das auch Thema Transparenz diesbezüglich. Und ich gebe weiter an Daniel Rienicker.
In der nächsten Produktion möchte ich Reflexionsprozesse ritualisieren und terminlich im Vorhinein festlegen. Und ich gebe weiter an Melanie Dura. In der nächsten Produktion werde ich versuchen, am Anfang über Erwartungen und terminliche mögliche Clashes alles vorher abzusprechen. Und ich gebe weiter an Alina. In meiner nächsten Produktion werde ich versuchen, Arbeitszeiten nicht übergriffig zu planen, sondern irgendwie menschlich und gemeinsam. Ich gebe weiter an Katrin Seger. Moment. In meiner nächsten Produktion möchte ich ganz zu Beginn jedem Einzelnen sagen, warum ich mit ihr oder ihm zusammenarbeiten möchte und was sie bereit sind, für die Produktion zu investieren. Ja, Entschuldigung. Ich gebe weiter an Maria Alexis. In der nächsten Produktion werde ich zu Anfang erfragen, welche Skills außerhalb von dem vertraglich Geregelten eingebracht werden möchten von den TeilnehmerInnen. Und ich gebe weiter an Luca Vincenzi. In der nächsten Produktion werde ich in und mit der Gruppe die Erwartungen und Wünsche an die verschiedenen Rollen klären und definieren. Und ich gebe weiter an Anna Papst. In der nächsten Produktion werden wir gemeinsam den Probenplan schreiben. Und ich gebe weiter an Nicola Galeazzi. In der nächsten Produktion werde ich versuchen, Unterschiedlichkeit zu feiern. Weniger die Unterschiedlichkeit ist, sondern eher die noch sein könnte. Ich gebe weiter an Ari Rösten. In der nächsten Produktion werde ich mehr Prioritäten setzen. Und ich gebe weiter an Patrick Müller. Ich werde versuchen, einen kleinen, versteckten Traum, lang gehegten Traum eines Teammitglieds zu erfüllen. Und ich gebe weiter an... Kurze Durchsage, ab jetzt sind quasi ist der ganze Bildschirm voll mit aufgedeckten Leuten. Ihr müsst jetzt auf die Seite, auf den Pfeil klicken, an der Seite 1 von 3, damit ihr auf die nicht aufgedeckten Karten kommt, wenn ihr Leute nominiert. Ja, gut. An Beatrice Fleischling. In der nächsten Produktion werde ich eine Stunde installieren, die könnte die Stunde der Wahrheit heißen und findet immer am Ende einer Probewoche statt. Und zwar werde ich die von der ersten Woche weg installieren und die ist dafür reserviert, dass man nochmal reflektiert, was war gut und was war vielleicht schlecht, was ist nicht so gut gelaufen, was ist super gelaufen. Voilà. Und ich gebe weiter an Maxim. In der nächsten Produktion werde ich mehr Zeit einplanen, vor der Produktion mit dem gesamten Team zu schauen, was die Erwartungen sind und auch regelmäßig während der Produktion, wo man steht mit der Produktion, was man sich wünscht, was kann man besser machen und nach der Produktion für nachbesprechen. Und ich gebe weiter an Carlotta Mix. In der nächsten Produktion möchte ich eine Runde machen, ganz am Anfang, wo jeder seine Erwartungen, die Skills, die er gerne einbringen möchte und die Art und Weise, wie er arbeiten möchte, formulieren kann. Und ich nominiere weiter Lea Weber. In der nächsten Produktion werde ich eine Retrospektive, wie sie eben agil im Projektmanagement gemacht wird, einführen
wo wöchentlich oder alle zwei Wochen da, diskutiert wird, was ist gut, was können wir besser machen und welche Aktionen machen wir bis zur nächsten Retrospektive konkret. Ich gebe weiter an Katie Ignacia. In der nächsten Produktion werde ich mit wenig oder weniger Menschen arbeiten. Und noch weitergeben an die nächste Person, bitte. Entschuldigung. Und ich gebe weiter an Caroline Brasser. In der nächsten Produktion werde ich mich stärker aufs Framing, also die Bildsprache, achten. Ich gebe weiter an Angela Stöcklin. In der nächsten Produktion werde ich ganz zu Beginn die Arbeitsweise noch einmal ganz stark zum Thema machen. Ich gebe weiter an Bojena. Ja, jetzt hat es geklappt. Ja, in der nächsten Produktion möchte ich das Team vermehrt wirklich darin stärken, dass die Sensibilisierung stattfindet über die gegebenen Machtstrukturen, die wir uns eigentlich nicht immer bewusst sind. Und noch weitergeben, bitte. Ich gebe weiter an Thomas Fischer. Dann musst du vielleicht ein wenig anders weitergeben. Genau. Sorry, ich war gut. Ja, gut, gut, okay. So. Ja, in unserer nächsten Produktion möchte ich das Spiel, das wir hier heute entwickeln, lange vor Probenbeginn ansetzen. Und ich gebe weiter zu Patrick Güsse. Ja. In der nächsten Produktion möchte ich gerne die begonnene Praxis des Wissenstransfer, des inhaltlichen, weit vor Probenbeginn, also in der Konzeptionsphase, fortführen. Und ich möchte regelmäßig als Wertschätzung des Teams für Sie leidenschaftlich kochen. Und noch weitergeben, bitte. Mich so darauf konzentriert. Ich gebe weiter auf Bettina Gras. Ja, vielen Dank. In der nächsten Produktion möchte ich darauf achten, was bei mir eine gute Stimmung erzeugt. Und ich möchte an meinem Skill arbeiten, Konflikte eher zu entschärfen. Und damit ich mich damit aber nicht alleine verantwortlich fühle, möchte ich anregen, in die Finanzplanung eine Supervisionsposition reinzuschreiben, die alle zwei Wochen mal vorbeischaut und diese Wie-geht's-Runde startet. Und ich gebe weiter an Paula Breuer. Ja, danke. In der nächsten Produktion würde ich mir gerne all die Zeit nehmen, die ich brauche, um auf Fragen zu antworten. Und dabei auch Stille und Ratlosigkeit mal den Raum überlassen. Und ich gebe weiter an, Moment, Luis Stettler. In der nächsten Produktion werde ich Funktionen am Anfang gemeinsam und genau erklären. Ich gebe weiter an Nani Kapschuri. In der nächsten Produktion werde ich ein Skill-Sharing anregen und auf spielerische Art, wenn es irgendwie geht. Und ich werde mir sicher die Zeit und Mühe geben, jeden Einzelnen immer wieder zu betonen, wenn ich etwas toll finde. Weil ich glaube, oft findet man etwas toll und sagt es nicht.
im Sinne der Wertschätzung. Bitte weitergeben. Entschuldigung. Ich gebe weiter an, ich hoffe, ich sage den Namen richtig, Radisha Holzner. Danke. Ich werde als Autorin bei der Anfang der Produktion mit Regisseurin und mit Schauspielern Fragestunden einführen und auch meine Rolle überlegen, was kann ich dazu beitragen, dass die Rollen klären eigentlich und auch inhaltliche Diskussion, ob ein Stück so verstanden ist, wie ich es verstanden habe. Gut, dann kannst du auch noch weitergeben an die nächste Person. Ah ja, aber ich sehe jetzt niemanden da bei mir. Gut, dann übernehme ich das. Ja. An Sarah Werni. In der nächsten Produktion werde ich nicht nur allen anderen sagen, sie sollen jetzt Pause machen, sondern tatsächlich auch selber Pause machen. Und ich gebe weiter an Amelie Wies. In der nächsten Produktion möchte ich auf meine Grenzen achten und auch für eine gemeinsame und transparente Kommunikation einsetzen. Ich gebe weiter an Vicky Link. Du bist noch gemutet. Ich werde versuchen, in der nächsten Produktion Raum für gegenseitige Wertschätzung zu schaffen. Und ich gebe weiter an Marcel Schwald. In der nächsten Produktion werde ich mit dem Team einen Wissenstransfer schon in der Konzeptionsphase planen. Und ich gebe weiter an Johanna Maria Raimund. In der nächsten Produktion werde ich auf Kommunikationsflüsse achten, sowohl auf deren Qualität als auch auf deren Quantität. Und ich gebe weiter an Roger Niedecker. In der nächsten Produktion werde ich regelmäßig mit dem Team essen gemeinsam und mindestens 2 Ausflüge machen. Bitte noch weitergeben. Matthias Meyer, bitte. In der nächsten Produktion werde ich klare Deadlines festlegen. Ich gebe weiter an Trix Arnold. Ich glaube, sie war schon dran. Ja. Gebe ich weiter an Yves Regeners. Vielleicht wird sie nicht angezeigt. Ich gebe jetzt mal ausnahmsweise weiter an Caroline Bodensteiner. Dankeschön. Ich würde in meiner nächsten Produktion gerne zu Beginn mich mit den Menschen auseinandersetzen, mit denen ich zusammenarbeite, um eine gemeinsame Basis zu entwickeln, von der aus wir eine gemeinsame Arbeit verstehen können und einen Safe Space schaffen, in dem nicht also so viel Privates einfließen kann, wie jede sich wünscht, aber in dem trotzdem die Möglichkeit besteht, Dinge offen zu kommunizieren und zu benennen und alle ganz soft miteinander umgehen. Und ich gebe weiter an Rebecca Frey. In meiner nächsten Kollaboration möchte ich von Anfang an ganz klar klären, warum wir eigentlich zusammenarbeiten wollen und auch, wer eigentlich wie viel Zeit und Energie investieren möchte und auch kann.
Und ich gebe weiter an Elo Göldi. In meiner nächsten Produktion werde ich sehr aktiv meine Freizeit gestalten. Und ich gebe weiter an Liliana Helder. Ja, in meiner nächsten Produktion werde ich versuchen, mit noch mehr Humor und Respekt und Geduld mit den halt immer vorhandenen menschlichen Schwächen und Unzulänglichkeiten umzugehen. Und ich gebe weiter an Nadine Schwarz. In meiner nächsten Produktion werde ich versuchen, mit dem Begriff Zeit bewusster umzugehen. Und ich gebe weiter an Joelle. In der nächsten Produktion würde ich gerne dieses hier kollektiv erarbeitete Spiel von Fairspec an den Beginn stellen. Und ich gebe weiter an Frieda Leon. In meiner nächsten Produktion werde ich viel mehr auf die Kommunikationsstrukturen achten, mehr Zeit geben dafür und echten Lob auch aussprechen. Ganz wichtig, finde ich. Und im Bereich Transparenz möchte ich, dass das Budget von allen kontrolliert und alle wissen dann, wie es im Moment steht. Können Sie das haben in der Hand? Ich gebe es weiter. An wen jetzt? Bei mir, wer ist? Ich übernehme das mal kurz. Ich gebe weiter an Christoph Rath. Ja. Christoph Rath, bitte. Ihr könnt einfach bei den Bildschirmen auf den dritten klicken. Christoph, bist du da? Ja. Ich bin da. In meiner nächsten Produktion werde ich darauf achten, dass alle gemeinsam den Probenraum sauber halten. Ich gebe weiter an Rumo Verli. In meiner nächsten Produktion werde ich gleich am Anfang eine klare Kommunikation über Erwartungen und vor allem Aufgabenteilung einfordern. Und ich gebe weiter an Simona Krauer. In meiner nächsten Produktion werde ich von unten heraus etablieren, dass über Wohlbefinden am Arbeitsplatz gesprochen wird. Und ich gebe weiter an Leonie Lerch. In der nächsten Produktion werde ich Empowerment, Booster und Wertschätzungsfeedbackrunden machen. Und ich gebe weiter an Anne Diesler. In meiner nächsten Produktion werde ich versuchen, mehr auf meine Skills zu achten und die einbringen und auch auf die Skills der anderen zu achten. Und ich werde mehr Snacks zur Probe bringen. Und bitte noch weitergeben. Ich gebe weiter an Serafin. Ja, in der nächsten Produktion will ich einen stärkeren Austausch fördern, vor allem in Bezug auf das Skillset und sich gegenseitig Know-how zu teilen. Und gebe weiter an Jasna Miletic. In der nächsten Produktion werde ich vorschlagen, jede Probe mit einem Lied zu beenden, das von einem Teammitglied mitgebracht wurde. Und Noch weitergeben, du bist gemutet, Jasna. Sorry, ich gebe weiter an Urs. In meinem nächsten Projekt werde ich mehr Denkpausen einlegen. Ich gebe weiter an Vincent Lou. In meiner nächsten Produktion werde ich von Anfang an schauen, dass die Kommunikation gut läuft, sowohl bezüglich Erwartungen, Arbeitsweise und Organisation, damit es die Arbeit so gut wie möglich verläuft und auch als Ziel die Arbeit in der Produktion als eine Arbeit zu gestalten, mit der man wirklich leben kann und die nicht viel zu viel Platz und einem fertig macht und dass man das so mitnehmen kann und so arbeiten kann fürs Leben.
und noch und weitergeben. Ich gebe weiter bitte an Kami. Ich hoffe, ich bin jetzt gemeint. Ja. Ja. Okay. Genau. Ich werde in der nächsten Produktion schauen, dass wir zu Beginn der Produktion gemeinsam herausfinden, um was es gehen wird, in der künstlerischen Arbeit, aber auch jenseits derer. Wir werden uns auch einverstanden damit erklären, gemeinsam, dass es dann auf diese Reise gehen wird. Und ich gebe weiter an Franziska Blickle. In meiner nächsten Produktion werde ich Stille zulassen und meine Webcam ist langsamer als der Rest. Ich gebe weiter an Tina Mantel. In meiner nächsten Produktion werde ich mehr Zeit einplanen von Anfang an für alles. Und jetzt ist noch Frieda, glaube ich, die letzte. Die war auch schon dran. Ich glaube, okay. Ja, ich glaube, wir sind durch. Dran. Ja. Wir sind durch. Gut, wir dann ja, durch. Herzlichen Dank für diese utopische Sammlung. Es war toll, von so vielen von euch was zu hören. Und ich übergebe an Susanne. Genau, ich würde noch einmal zum Abschluss euch gerne einen Hinweis geben auf die nächste Fairspec-Veranstaltung Förderung, Finanzierung am 15. Mai von 10 bis 14 Uhr und zwar live im Kulturhaus Helferei. Die Anmeldung ist schon aufgeschaltet, die läuft. Meldet euch an. Wichtiger Punkt, ohne Kohle geht das alles nicht. Dann noch ein Hinweis auf unseren letzten Meilenstein bis zum Sommer, nämlich die Konferenz, wo wir versuchen, mal so einen ersten Code of Conduct 1.0 oder 0.8, wie auch immer, am 26. Juni. Das ist dann nochmal wieder online. Ja, zum Abschluss möchten wir als Themengruppe euch ein riesiges Dankeschön aussprechen, dass ihr teilgenommen habt, dass ihr mitgemacht habt, dass ihr so offen eure Erfahrungen und Ideen eingebracht habt. Ein ganz, ganz herzliches Dankeschön an unsere Sparringspartnerinnen, dass sie heute bei uns waren, uns unterstützt haben. Im Moment ist Fairspec noch sehr Zürich-lastig. Tragt es in die anderen Städte, nehmt es auch mit nach Berlin. Wir wollen mehr Netzwerke, wir wollen uns auch weiter vernetzen. Ein riesiges Dankeschön an unsere AutorInnen, die jetzt auch noch ein bisschen Arbeit haben, dass sie sich bereit erklärt haben, für uns ein Protokoll zu schreiben. Und zum Abschluss noch ein ganz großes Dankeschön an Tina, die uns heute gehostet hat. Und jetzt, ja, vielen, vielen Dank. Wir wünschen euch einen ganz schönen Tag. Die Sonne scheint. Und die Themengruppe kann noch kurz drin bleiben. Ja. Oh. Bojena, bist du noch da oder hängt dein Bild einfach noch in unserem Chat fest? Ich glaube, letzteres. Ja, Bojena hängt fest. Ja, okay. Geschafft? Ja! Musik! Ja, ich fand es recht heftig. Also ich fand es auch ergiebig. Aber also, ja, es waren sehr intensive Diskussionen und teilweise haben die
dazu geführt, dass es Leute gab, die gar nichts gesagt haben, wo ich dann so im Nachhinein dachte, hätte ich die mehr unterstützen müssen, und gleichzeitig wollte ich niemanden so ausstellen, so sag doch auch mal was.